Herzlich willkommen im Schweizer Campus. Habt ihr schon mal eine nagelneue Flasche aufgemacht, Druckminderer dran geschraubt und dann gesehen bei einer 200 Bar Flasche, dass da nur 190 Bar drauf war und habt euch dann gedacht, die Flasche ist nicht voll angeliefert worden? Woran das liegen könnte und warum sie doch voll war, schauen wir uns heute mal an. Wir haben einen kleinen Versuch aufgebaut, eine ganz nagelneue Flasche. Und was wir damit machen, das zeigen wir euch nach dem Intro. So, wir haben hier eine Flasche. Schwarze Flasche bedeutet Stickstoff. Was wir jetzt euch zeigen wollen heute, das gilt aber nicht nur für Stickstoff, das gilt genauso für Argon und auch für die ganzen Mischgase, die ihr beim Schweißen verwendet. Wir haben jetzt aber hier mal eine Stickstoffflasche genommen und wir haben hier noch den Aufkleber drauf. Die Flasche ist komplett neu und verschlossen. Ich mache die jetzt mal auf und ich schließe die Flasche jetzt mal an unseren Versuchsaufbau an. Okay, ich habe die Flasche jetzt hier an unseren Versuchsaufbau angeschlossen. Was haben wir hier aufgebaut? Wir haben hier im System im Prinzip eine Abnahme von einem Schweißgerät simuliert. Hier direkt an der Flasche ist dieser Hochdruckschlauch angeschlossen und in dem Hochdruckschlauch messen wir den Druck. Das bedeutet, wir können so den Innendruck der Flasche messen. Und danach kommt hier unser Klickspielkopf und dann unser Druckminderer etc. Und hier wird dann über einen Flowmeter die Entnahmemenge eingestellt. Das interessiert uns aber nicht so viel. Wir gucken uns jetzt erstmal den Druck an. So, ich habe die Flasche jetzt noch nicht aufgemacht. Ich mache die jetzt einfach mal auf und dann können wir uns hier anschauen, was wir für einen Druck in der Flasche drin haben. Also es ist eine 200 Bar Flasche, 10 Liter Stickstoff. So, ich mache die Flasche mal auf und jetzt können wir hier sehen, schauen wir mal hier drauf, wir haben 197 Bar Druck, also relativ genau 200 Bar, so genau wie unsere Druckabnehmer jetzt hier sind, die sind jetzt nicht extra zertifiziert und wir haben schon gewisse Druckverluste aus der Flasche, weil wir ja auch die Schlauchleitung hier mit 200 Bar jetzt gefüllt haben. Also die Flasche hat ziemlich genau 200 Bar gehabt, als wir sie geöffnet haben. Also wir haben hier an der Gasflasche aber noch eine zusätzliche Leitung angebracht. Und zwar hier aufgeklebt. Das ist ein sogenanntes Thermoelement. Damit messen wir die Außentemperatur der Gasflasche. Und weil Metall ja ein relativ guter Leiter ist, gehen wir davon aus, dass die Außentemperatur ungefähr gleich der Innentemperatur ist. Und wir haben jetzt hier eine Außentemperatur der Gasflasche von 19,6 Grad Celsius. Das entspricht hier ungefähr auch der Raumtemperatur. Natürlich haben wir gerade eben schon ein bisschen Gas rausgelassen. Wenn Gas sich entspannt, entsteht immer Kälte, beziehungsweise wird Wärme verbraucht und deswegen ist die schon ein klitzekleines bisschen jetzt runtergekühlt worden. So, woher jetzt also dieses Phänomen in der Gasflasche, in der nagelneuen Gasflasche ist nicht so genug drin? Und da geht es auch um diese Temperatur, deswegen machen wir die Temperaturmessung auch. Und zwar, die Gasflasche kommt oft von draußen rein und hat dann, vor allem im Winter, eine deutlich kältere Temperatur als die Raumtemperatur. Und was das ausmacht, das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Und dafür haben wir unsere Kollegen von der Lebensmittelabteilung mal gebeten, uns die Flasche mal ein bisschen runterzukühlen. Und deswegen nehme ich die Flasche jetzt mal mit. Wir gehen mal rüber zu unseren Kollegen und lassen uns mal vorführen, wie man so eine Flasche kalt macht. Was die normalerweise mit Essen machen, machen wir heute mal mit der Flasche. Okay, wir sind jetzt hier in der anderen Halle. Das ist mein Kollege, der liebe Yannick. Hallo. Und der macht uns jetzt mal die Flasche kalt, Yannick. Aber was haben wir hier für ein Gerät, wo wir die Flasche jetzt mit kalt kriegen? Ja, wir haben hier einen Schrankfroster. Da werden normalerweise so ganz kleine Portionen an Lebensmitteln, wie Kuchen, Donuts, Gebäck, alles Mögliche, in kurzer Zeit halt gefroren. So, dass der Kunde auch nur vielleicht manchmal angefroren, auch so, dass der Kunde halt schnell seine Produkte auf eine gewisse Temperatur haben kann, um die dann besser zu verpacken oder halt einfach länger haltbar zu machen. Ne? Okay, jetzt haben wir schon gehört, das zischt hinter uns. Wie genau, jetzt hatten wir es auch nochmal schön gehört, wie genau funktioniert das? Ja, also wir haben da drin zwei Ventilatoren, die Luft zirkulieren lassen im Behälter und zusätzlich halt einen Düsenbalken, der kontinuierlich, wir haben jetzt hier eine Temperatur von minus 20 Grad eingestellt, der die Temperatur kontinuierlich auf minus 20 Grad dann hält. Ja.
Was heißt Düsenbalken? Da wird das Fass eingedüst, eingegast. Genau, da werden, wird einfach flüssiger Stickstoff in den Raum reingesprüht und dann halt, wie gesagt, mit Hilfe der Ventilatoren verwirbelt und gleichmäßig verteilt im Raum. Okay, und der flüssige Stickstoff, was hat das nochmal für eine Temperatur? Der hat eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius. Okay, das heißt, wir haben eiskalten, flüssigen Stickstoff, der wird einfach in dem Raum die ganze Zeit zirkuliert und gefriert das, was da drin ist, einfach auf die gewünschte Temperatur, die man hier einstellen kann. Und dann kann man auch eine Kerntemperatur einstellen? Ja, genau. Wir haben hier noch zusätzlich die Möglichkeit, die Kerntemperatur eines Produktes zu messen. Halt einfach, wie gesagt, um dem Kunden dann ein Feedback zu geben, wie warm oder beziehungsweise kalt halt sein Produkt im Kern ist. Weil meistens wollen die eine Kerntemperatur haben, um das Produkt optimal gekühlt zu haben. Okay, super. Und das machen wir jetzt in unserer Flasche auch. Also ich meine, wir können jetzt keine Kerntemperaturfühler reinrammen, dann haben wir ein anderes Problem. Aber wir können den außen drauf kleben quasi. Genau, wir kleben den einmal außen drauf, um einen Vergleich zu haben. Okay, super. Und also ich würde mir wünschen, dass wir so auf mindestens minus 10 Grad die Flasche runterbekommen, was dann einfach ein sehr kalter Winter oder ein kalter Winter wäre. Damit wir mal sehen können, wie wirkt die kalte Temperatur auf den Innendruck. Okay, wir haben jetzt hier minus 16,9 bei der Kerntemperatur. Wahrscheinlich ist die Flasche jetzt nicht so kalt, weil es noch nicht durchgezogen ist, sage ich mal. Aber die wird jetzt schon Minusgrade haben und das reicht ja, um den Winter zu simulieren, für uns völlig aus. Und jetzt holen wir die Flasche mal raus und dann sehen wir uns gleich im Schweißer Campus wieder. Die Flasche ist wieder hier. Wenn man jetzt mal näher rankommt, wir sehen, wir haben außen Raureif drauf, also es ist auf jeden Fall eiskalt. An der Luftfeuchtigkeit, die hier kondensiert, die friert direkt ein. Und wenn wir jetzt mal hier drauf gucken auf die Temperatur, wir blenden das nachher noch im Video nochmal ein, wir haben hier aber minus 8,72 Grad Celsius. Also ganz kalte Winternacht, in der letzten Zeit auch in Deutschland auch gewesen, solche Temperaturen. Jetzt habe ich die Flasche noch zu, wenn ich die jetzt aufdrehe, dann werden wir gucken, wie viel Bar haben wir jetzt noch drauf. Und ich mache sie einmal auf. Wir sehen jetzt 163 Bar. Wir haben jetzt natürlich wieder ein bisschen Gas verloren, weil wir wieder die Leitung mit Gas füllen mussten. Ne? Diesen Schlauch hier ist ja auch wieder 200 Bar reingelaufen. Aber wir sehen, wir haben über die kältere Temperatur einen deutlichen Abfall in der Temperatur. Und was wir jetzt wieder machen werden, wir lassen die Flasche einfach hier stehen, lassen sie wieder auf Raumtemperatur gucken und zeichnen dabei den Graphen auf, der dann zeigt, wie sich der Druck wieder erholt, wenn die Flasche wieder die richtige Temperatur erreicht hat. Ja, herzlich willkommen zurück. Für euch ist nur ganz kurz vergangen, für uns. Wir haben das Ganze über Nacht aufwärmen lassen, weil es doch deutlich länger gedauert hat, als wir dachten. Und wenn man jetzt sich hier die Graphen anschaut, wir haben oben den Graph von der Hochdruckflasche. Also hier sind wir ja bei 164 gestartet und dann sind wir hochgelaufen mit gleichzeitig der steigenden Temperatur. Hier unten in lila von hier minus 8 auf circa jetzt 18 Grad und jetzt sind wir ungefähr bei 193 Grad. Das heißt, wir haben hier ungefähr ein 30 Bar wieder gewonnen bei circa 27 Grad Temperaturgewinn. Warum ist das jetzt so? Ja, Gas verhält sich nach dem idealen Gasgesetz ungefähr so, dass es proportional, wenn die Temperatur steigt oder sinkt, das Volumen mehr oder weniger wird. Da aber in der Flasche das Volumen ja konstant ist und sich das Gas nicht weiter ausdehnen kann, muss also dann der Druck in der Gasflasche steigen oder sinken, wenn sich die Temperatur erhöht oder erniedrigt. Das heißt, die ganze Zeit ist in der Flasche die gleiche Menge drin, wir haben nur einen anderen Druck. Und das sehen viele Leute, wenn sie im Winter ihre Gasflasche von draußen nach innen bringen und dann, wenn im kalten Zustand, den Druckminder anschließen, dass dann da erstmal Druck fehlt, aber die Gasmenge ist richtig drin. Bringt man die Flasche dann auf Innentemperatur, wird man auch wieder den Druck von 200 Bar sehen, weil die Flaschen werden natürlich im Füllwerk, werden die halt auf den Standardwert, also diese 200 Bar müssen bei 15 Grad Raumtemperatur circa müssen die vorhanden sein und so werden die gefüllt. Und deswegen nicht wundern, kalte Flasche hat einfach weniger Druck.
Macht das also jetzt einen Unterschied, ob ich das Gas aus einer kalten Flasche von draußen innehme oder einer warmen Flasche von innen? Das gucken wir uns jetzt als nächstes mal an. Und dafür haben wir hier ein Durchflussmessgerät. Wir werden die Flasche, die wir ja schon angebrochen haben, jetzt einfach mal einmal leer machen. Und dann nehmen wir mal eine zweite Flasche, machen die nochmal kalt und entnehmen dann aus der kalten Flasche und gucken mal dann, ob das irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Unterschied macht, wie viel da rausgekommen ist. Also wir sehen jetzt hier den Durchfluss von 20,5 Litern. Wir sehen hier unten die Temperatur in der Gasflasche. Da müssen wir jetzt gleich auch nochmal drauf aufpassen, was mit denen passiert während der Entnahme. Und wir sehen auch schon, unser Druck in der Flasche fällt. Das dauert jetzt ziemlich lange. Wir melden uns, wenn die Flasche leer ist und schauen uns dann die Ergebnisse an. So, jetzt haben wir die erste Flasche leer, also die Flasche, die Raumtemperatur hatte. Wir haben sie leer geblasen. Und wenn man sich jetzt mal die drei Graphen anguckt, das obere ist die Gastemperatur. Und wir haben nämlich auch einen Temperatursensor in der Leitung hinten eingebaut. Das heißt, das ist die vom entnommenen Gas die Temperatur. Gleichzeitig sehen wir hier in lila, das ist die Temperatur der Gasflasche. Die sinkt jetzt ab. Das ist der typische Joule-Thomson-Effekt. Wenn sich Gas ausbreitet, expandiert, dann kühlt es ab. Und das kühlt dann quasi die gesamte Flasche auch ab und kühlt dann sogar so auf ca. 8 Grad runter von der Temperatur, die wir vorher hatten, von Raumtemperatur. Während der Druck hier in schwarz immer weiter abnimmt. Und in der Summe sehen wir bei dem Durchflussmessgerät, der hat einen Counter drin, das heißt, er zählt die ganze Zeit hoch, wenn was Gas fließt. Wir haben jetzt 1787 Liter, also ungefähr 1,8 Kubikmeter aus der Flasche entnommen. Jetzt holen wir die Flasche, die wir schon gekühlt haben, schließen die mal an und werden die auch mal leer machen. Und schauen wir mal dann, ob da ein Unterschied ist. Okay, wir haben jetzt die Flasche drauf, die kalte Flasche. Wir sind jetzt bei minus 4 Grad. Ich mache mal einmal auf. Und wir haben bei minus 4 Grad bei der neuen kalten Flasche 172 Bar. Jetzt muss ich einmal den Zähler zurücksetzen und dann lasse ich die leer laufen und dann gucken wir uns das nachher an. So, jetzt haben wir auch die zweite Flasche ausgeleert und jetzt gucken wir uns mal die beiden Graphen im Vergleich an. Hier vorne, das ist der Bereich, wenn man die schwarze Kurve anschaut, das ist der Bereich, wo die erste Flasche geleert worden ist. Hier hinten bei dieser schwarzen Kurve ist die zweite Flasche geleert worden. Und schauen wir uns jetzt mal die Gastemperatur an, das heißt die, die wir in der Leitung gemessen haben, dann sehen wir, die ist eigentlich bei der ersten Flasche und der zweiten Flasche ziemlich identisch. Das ist die Raumtemperatur. Das liegt daran, dass das kalte Gas in der Leitung über die Leitungslänge, die wir einfach haben, schon die Raumtemperatur wieder annimmt, obwohl die Flasche hier deutlich kälter ist, also 20 Grad kälter oder über 20 Grad kälter. Am Ende nimmt das Gas über die Leitungslänge genug Energie wieder auf, um mit der gleichen Temperatur am Ende hinten rauszubekommen. Deswegen spielt die Flaschentemperatur für die Entnahmemenge, die wir am Ende rausholen, gar keine Rolle. Schauen wir uns hier den Counter an, sehen wir auch 1799, also auch ziemlich genau 1,8 Kubikmeter Stickstoff konnten wir aus der Flasche entnehmen. Und das wollten wir euch heute zeigen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und sage bis bald im Schweizer Campus, bis zum nächsten Video.